Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Und weiter geht's mit euren Vorschlägen. Heute gucken wir uns gefragt die Kack Teil 1 an. Hinweis. Das Video soll jeden beleidigen und dient nicht zur Unterhaltung. Dieses Video bitte ernst nehmen. Warten, um das nachfolgende Video beinhaltet Szenen mit hoher Lautstärke. LOL. Diese vier Kanaken sind heute Abend als Team gekommen, um eine ganze Menge Besserwisser mit einem Presslufthammer in die Eier zu schlagen, bis das Sperma aus dem Schwanz spritzt und man ins Krankenhaus muss. Problem an der Sache, dabei steht ihnen Marcel David gnadenlos im Weg. Schönen guten Abend zusammen, herzlich willkommen bei Gefragt Verarscht. In der Tat haben sich wieder vier Kassen gefunden, die der Meinung sind, Ausländer raus. Warum sind sie dieser Meinung? Wir fragen sie am besten selbst. Mein Name ist Regina, ich kenne mich mit Falafel aus. Ich scheiße. Mein Name ist Ullmann, ich mache eine Ausbildung für Ullmann. Und in meiner Freizeit schätze ich unheimlich gerne. Banane. Tja, und heute muss ich wohl putzen. Ich heiße Rolf Meyer, bin 51 Jahre alt und komme aus Bonn. Und man sagt von mir, Jäger, dass mein Wissen genauso groß sei wie mein Körper. Also 2,22 Meter. Ja, also das ist unser Team. Wenn das bei Ihnen stimmt, dann weiß ich jetzt schon, also wenn das Wissen so groß ist wie sein Genital, da wäre ich jetzt schon, ne, Frauen, die 30, 40 sind, wissen ja, was, wenn Männer sagen 20 Zentimeter, sind es meistens 5 oder 10. Also sein Wissen sehr klein. Team des heutigen Abends, jedes einzelne Mitglied wird gleich zunächst zu mir kommen und Hänsel und Gretel mit der Faust ins Gesicht schlagen und möglichst viel Spielgeld für die Teamkasse erspielen, um dann mit diesem Spielgeld in ein Kettensägen-Duell jeweils zu gehen gegen den Neger. Wer verliert, stirbt. Und wer das Duell gewinnt, geht automatisch nach Hause. Beginnen wird heute Regina. Hanina. Du bist ja auch Likör-Expertin, was hast du gesagt? Ja, ich setze sämtliche Beeren, die wir im Garten haben, da mache ich... Interessiert mich überhaupt nicht. So, wollen wir? Wir wollen. Okay. Reden ist Silber, Scheißen ist Gold. Welcher heimische Vogel legt seine Eier in fremde Eier? Kuckuck. Welcher Staat grenzt wie Russland an 14 andere Staaten? Was dient seit 1954 als Anti-Haft-Beschichtung in der Pfanne? In welcher Stadt befindet sich das Sendezentrum des ZDF? Mein. Ja, war ein bisschen spät. Problem ist, dass du es noch nicht sicher hast, das Geld. Du musst es jetzt verteidigen und wir sind sehr gespannt, liebe Regina, welcher Spast gegen dich, gegen euch alle heute antreten wird. Ist es Sebastian oder ist es der Klaus, ist es der Besserwisser oder ist es der Gigant Andreas? Er musste Chemierat werden. Sein Vater stammt aus der Industrie. Hast du eine Vorliebe, Liebe? Ich freue mich. Oh, du bist ein charmanter Mann. Hier kommt der Neger. Ein charmanter Mann. So, jetzt Klaus, ne? Ihr habt den Bibliothekar abbekommen. Guten Abend, Herr Nagosnik. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Wir wollen spielen, Regina, da liegt dein scheiß Geld am Anfang. Erklären wir es nochmal ganz kurz. Aber du weißt eh Bescheid, deswegen erklären wir es überhaupt nicht. Und wie locken Sie? Nach oben gibt es 15 Euro. Du musst dich wohlfühlen, ihr willst runtergehen. 15. Stell dir mal vor, du fährst da so mit den Öffis hin, ne, oder mit Flixbus. Und es kostet ja auch so 15 Euro und pipapo, ne? Vielleicht musst du da ja sogar noch übernachten, musst du vielleicht auch noch selber bezahlen. Und gewinnst du halt einfach mal 15 Euro und hast einfach mehr Ausgaben als der Gewinn. So bescheuert. Okay, ich drück dir die Daumen. Danke. Atme durch. Freu dich, die Jagd beginnt. Was sollten Säuglinge im ersten Lebensjahr nicht zu sich nehmen? A. Bolzenschussgerät. B. Muttermilch. C. Kackbrei. Bolzenschussgerät. Definitiv A. Was hast du genommen? Ich habe B genommen. Mutter? Milch? Was ist die richtige Antwort? Milch ist Gift. Sag ich die richtige Antwort. Milch ist Gift. Was sagt der Neger? Ja. Weil zu klebt, oder? Nö. Ich bin kein Ernährungsphysiologe, aber die können Kinder, glaube ich, noch nicht verdauen. Ach so. Und können dadurch Magenkrämpfe. Ich bin auch Mediziner.
Nächste Frage. Was sind Melonen geil. A, Melonen B, Melonen oder C, Kartoffelkroketten? Kartoffelkroketten. Für Melonen, das weiß ich. Was haben wir? Was haben wir? C. Ich habe B genommen. Melonen, nee, Lohnen, nee, was nee, ist nee, die richtige nee. Antwort? Oh. Melonen, was sagt der Jäger? So, er ist jetzt ein bisschen näher dran. Wir sollten jetzt mal anfangen. Ja, jetzt beide. Fangen wir an. Ja, bist du bereit? Ja. Dann kommt jetzt die erste Frage, auf die du richtig antworten wirst. Du Spast. Womit gelang Wolfgang in Nürnberg am 30. August 1921 ein neuer Weltrekord im Dauersegelflug? A. Schwarzer Kater, B. Blaue Maus, C. Bunter Hund. Weiter. Gut. Weiter. Wer wurde 1988 und 1992 mit Nicole Uphoff Olympiasieger? A. Weiter. Läuft. Nächster Schritt. Weiter. Was in den USA die CIA ist, ist in welchem Land der ja, ISIS oder ISIS oder ISIS oder SIS oder SIS, wie auch immer. Weiter. Ah, auf gut Deutsch ist das doch scheiße. Wie heißt die sympathische Dampflok im Musical Starlight Express? A. Dirty, B. Spasti, C. Schmock. Und nun? Ich glaube, das weiß ich. Das müsste passen. Wisst ihr, was ich hier vermisse? Dass einer im Hintergrund die ganze Zeit drückt. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich sage, ich melde mich da an. Einfach nur, um die Leute da so übelst abzufacken und die ganze Zeit zu drücken. Die ganze Zeit zu drücken. Was anderes würde ich gar nicht machen. Und dann richtig einfache Fragen extra falsch zu sagen. Richtig, richtig einfache Fragen falsch zu sagen. Ne? Also zum Beispiel, wie viele Bundesländer hat Deutschland, würde ich so sagen, 12 oder so. Das wäre halt so geil. Oder extra man hatte am Anfang die schnellen Fragen und meine eine Minute Zeit. Da würde ich mir für die eine Frage, ne, wie viele Bundesländer Deutschland hat, würde ich mir übelst lange Zeit lassen. Dann würde ich so, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen. Also übelst lange, ne? Würde ich wirklich machen. Nein. Schöner Satz, ne? Ich glaub, das scheiße. Spasti, endet es hier mit B. Dann sind wir im Finale mit 1500 Euro. Was ist die richtige Antwort? Du bist ja so schon vorbei. Hey! Mustafa, herzlich willkommen. Eine strahlt danke. Schon, Regina. Ja. Hat sie gut gemacht. Hat sie sehr gut gemacht. Toller Auftakt. Ja, sehr gut. Gut gemacht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Auf geht's. Die Minute für Mustafa startet jetzt. Ist etwas sehr billig, kostet es umgangssprachlich nur ein Appel und ein iPhone. Welches Nachrichtenmagazin iPhone. Veröffentlichte 1983 die gefälschten Hitler-Tagebücher? Titanic. Stern. Kann man nicht mal alles Gute. Ganz toll hast du gespielt. Vielen, vielen Dank. Ja. So, Michel, auf geht's. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Der bleibt einfach vorne stehen. Hallo, Michelle. Hallo. Jetzt müssen wir uns mal kurz finden. Das war ja unglaublich peinlich. Großes Hobby, putzen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich putze ganz gern. Ja, einfach so. Beruhigt. Halt die Fresse. Wie heißt die bevölkerungsreichste Stadt Bayerns? Otto. Mhm. Wofür steht das SS bei der aus der Biologie bekannten Abkürzung DNS? Für Säure. 2.500. Super. Hallo. Guten Abend. 2.500 Euro, die wir hier hinlegen und die Frage direkt. Was wurde durch Michael Jackson? Ich glaube, sie wollte ihn bezirzen, dass der extra so falsche Antworten gibt. So, hallo? Ich weiß, was ich meine, ne? Gib mal die falschen Antworten. Weltbekannt. A. Spot Turn, B. Moonwalk, C. Penis Dance. Ja. Moonwalk. C. Ja. Ab mit dir zu Regina. Das sieht scheiße aus. Regina, Michel, 4.000 Euro. Hallo, Rolf. Hallo, Alex. Na, Kleiner, alles klar. Alles klar. Dein Penis ist 2,22 Meter. Es ist für dich schwierig, mit dieser Keule auf der Straße zu wichsen. Gucken sie dich, natürlich gucken sie sich an, machen sie Fotos mit dir, Sex und Blow, Shop. Ja, es wird sehr häufig nach einem Foto gefragt, wegen der Körpergröße. Und da mache ich seit 16 Jahren. Ich im vierten Jahr seit eine Aktion, auf die Sache, wer ein Foto mit mir haben will, muss mein Körper klatschen. Oder was eben störend ist, wenn die Leute sich hinter mich stellen und ihren kleinen Schwanz in meinem Hintern stecken, zur Belustigung für ihre Freunde den Größenvergleich dann machen, Fotos heimlich machen. Das ist einfach nervig. Und wenn ich sowas mitbekomme,
bekomme dann auch und habe die Möglichkeit, dann bekommen sie meinen Koch in den Mund. Ich habe normalerweise ein T-Shirt, da steht das auch drauf. Foto klatscht doch einfach. Ja. Aber seitdem ich das trage, fragen die Leute du weniger. Du doch auch, ja. Keine Minute für dich, Wolf, und die Zeit, wenn du bereit bist. Ich muss nach oben sprechen. Jetzt startet jetzt. Wie nennt man des Kaspers längliche Kopfbedeckung? Zipfelmütze. Ja, welcher Steinzeitmensch wurde nach einem Tal bei Düsseldorf benannt? Südamerika. Welche Zahl ist bei einer Dartscheibe in der 666 Uhr Position? Die. 3. Wie heißt das Dorf der Schlümpfe? Südamerika. Schlumpfhausen. Welche heimische Baumart ist die einzige mit teilweise weißer Rinde? Blindarm. Ja, mit welchem Film gewannen die Beatles? Südamerika. Let It Be. Welcher Roman von Jane Austen heißt Südamerika. Die welche Meerenge? Welcher Anfangsteil des Dickdarms ragt mit einem Wurmfortsatz? Weiter. Wer hat den längsten Schwanz? Ich. Welcher biblische Super... Ich. Hier kommt der Jäger. Herr Gosnick, Rolf Meier, der erste Kandidat, der Ihnen den Arsch ficken kann. Von hier oder? So, ist die Jagd beginnt. Hau rein. Hier kommt die erste Frage. Was hat eine Analspur von etwa 6 Kilometern Länge? A. Kompaktkock. B. Kernreaktor. C. Mikrokock. Kompaktkock. Haben wir A drin. Und brauchen A für den ersten A-Schritt hier. Der würde uns gut passen. Was ist die richtige Antwort? WWW Kartoffelkroketten. D. Wer ist Tanzverbot? A. Ein Otto. B. Eine Wanze. C. Der King. Weil du es weißt oder weil du es scheißt? Nee, geraten. Wenn C richtig ist, dann gehen 30.000 Euro ins Finale. Wir sind gleich zurück. Wir sind zurück. Es geht um 30.000 Euro. Ist Tanzverbot der King? Ja oder nein? Ist er! Sensationell, mein Lieber. Ab ins Finale mit dir. Regina, Sie spielen um 34 Euro gegen Klaus. Ich stelle euch jetzt 2 Minuten lang die behindertesten Fragen. Wer die richtige Antwort geben will oder wer weiter sagen will, muss buzzern. Wenn es durcheinander geht, verliert ihr automatisch und müsst nach Hause gehen. Ich werde, wenn ihr weiter sagt, euch Zeit wegnehmen. Alle 2 Minuten Finalzeit geht um 34 Euro. Teil 1 des Finals startet jetzt. Man guckt umgangssprachlich wie welches Fahrzeug, wenn man überrascht reinblickt. Regina. Ich glaube, das weiß ich. Wie ein Auto. Aus welchen Schoten besteht die Würzpaste Sambal Oleg in erster Linie? Michelle. Weiter. Welche lateinische Abkürzung benutzt man in wissenschaftlichen Texten, wenn man auf weitere Autoren verweisen will? Michelle. Welcher französische Philosoph ist mit dem Werk Sexualität und Wahrheit? Es würde mich so abhacken, wenn da eine die ganze Zeit drückt und weiter sorgt, ne? Weiter. Weiter. Berühmt geworden. In Nürnberg. Michelle. Weiter. Marie-Louise Marjan kennt man in der Lindenstraße als Mutter. Regina. Weiter. Michelle. Weiter. Welcher Brite gewann 2015 die Tour de France? Michelle. Welche Organisation steckt hinter dem Kürzel SDAJ? SJDDAJ? SSDJ? Michelle. Wie viele Rotoren hat ein Quadrocopter dem Namen nach? Michelle. Weiter. Aus welchen beiden Elementen besteht Wasser? Wolf. Eine Ananas. Welche Kulturlandschaft in Vorderasien wird auch Zweistrom? Michelle. Udo Lindenberg traf in Amerika einen Mann von Michelle. Was bezeichnet großgeschrieben Michelle. Weiter. Das Bundesland Michelle. Weiter. Wie viele Monate dauert dem Namen nach ein Trimester? Michelle. Weiter. 5 Punkte. Eine gute Leistung. Wir werden jetzt sehen, ob es reicht für den Bibliothekar. Für Klaus zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Hey, können die dann alles verlieren? Und die Zeit für den Jäger Klaus mit 5 richtige Antworten startet jetzt. Mit den Händen sorgt man bei Ovationen für Begeisterten. Applaus. Wer ist die derzeitige Nummer 2 der britischen Truppe? Welcher antike Grieche gilt als... Dort vor. Welcher Planet... Dreht? Hör mal auf mit dem Scheiß... Mit welchem Fortbewegungs... Herr Nagosnik. Ich bin bereit. Wer verwandelte den entscheidenden Elfmeter im Fußball-WM... Andi Bremer. Herr Nagosnik. Also ich sag mal, die Jagd ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch, Herr Nagosnik. Oh, es waren ein paar Chancen da, Leute, oder? Das war's mit Ringer Michel Rolf. Es hat total Spaß gemacht. Nicht... Die kriegen jetzt kein Geld, nix.
Also die gehen jetzt wirklich leer aus. Das ist ja echt muss buzzern. Wunderbar. Also muss ich sagen, sehr schöne Sendung, ne? Also, das ist so eine Sendung, da würde ich mich nie anmelden, nur um zu trollen. Und ja, ich hoffe, es hat vor allem der Galileo. Es war so geil. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind definitiv, dativ, akkusativ. In der nächsten Aufnahme. Bis dann. Haut rein und tschüss.